Drei Übungen bei verspannten Schultern vom vielen Baby tragen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Lass uns nicht lange quatschen, sondern direkt in die Übungen gehen, damit du deine Schulterschmerzen, deine Nackenschmerzen loswirst. Komm als erstes in den Fersensitz auf deine Matte, aktiviere deine Körpermitte und komm dann in den Vierfüßlerstand vor. Von hier aus schiebst du deine rechte Hand und dein linkes Knie fester in die Unterlage, um deinen linken Arm abzuheben und dann unter deinem rechten Arm hindurch zu tauchen. Schulter und Ohr kommen auf die Matte runter. Einatmend hoch, ausatmend runter. Einatmend hoch und öffnen und ausatmend runter. Und dann bleib unten, schieb deine rechte Hand Richtung Mattenanfang oder lege sie sogar hinter deinem Rücken zu deinem linken Oberschenkel mit deinen Fingerspitzen und öffne dich hier weit. Genieße noch für einen Moment diese Position und dann kommst du wieder in den Vierfüßlerstand zurück und die andere Seite ist dran. Auch hier wieder einatmend öffnen, ausatmend unterm Arm durchtauchen, Ohr und Schulter berühren den Boden. Und dann bleib auch wieder hier und schieb deinen linken Arm Richtung Mattenanfang. Oder nimm auch hier wieder deinen Arm hinter deinem Rücken zu deinem rechten Oberschenkel. Halte noch für einen Augenblick und dann löst du wieder auf und kommst wieder nach oben hoch. Übung Nummer 2. Sei im Schneidersitz und fange an, hier vom Schneidersitz große Kreise mit deinem Brustkorb zu malen. Deine Hände ruhen auf deinen Knien. Und du malst große Kreise mit deinem Brustkorb. Und in die andere Richtung. Genieße den Kreis. Male ihn vollständig in alle Richtungen. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück und öffnest dich einatmend und ausatmend schiebst du dich in den Rundrücken. Einatmend öffnen. Ausatmen, den Rundrücken schieben und hier kannst du gerne deine Körpermitte noch zusätzlich aktivieren. Mit der Einatmung lösen, mit der Ausatmung aktivieren. Und wir kommen zu Übung Nummer 3. Dafür bist du in der Bauchlage, hast deinen Kopf leicht angehoben. Deine Unterarme liegen rechts und links neben deinem Kopf und dann hebst du deine ganzen Arme nach oben hin an. Und senkst sie wieder zurück, ohne ganz abzulegen. Hoch und runter, als würdest du mit den Flügeln schlagen, die Schultern dabei schön weglassen von den Ohren. Sanft aktivierte Körpermitte. Und wir variieren auch hier nochmal. Schieb deine Hände kopfwärts und ausatmen, ziehst du deine Ellbogen fußwärts. Einatmen, die Hände über den Kopf, ausatmen, die Ellbogen fußwärts ziehen. Und damit trainierst du auch langfristig deine Muskulatur, um das Gewicht deines Babys immer besser auch tragen zu können. Leg deinen Kopf ab, schaukel mit deinem Becken sanft von rechts nach links und nimm ein paar tiefe Atemzüge in die Entspannung. Lass die Schultern und den Beckenboden richtig schön los und locker. Und das war's auch schon. Diese Übungen kannst du natürlich beliebig lang machen und immer wieder zwischendurch in deinen Tag einbauen. Komm über die Seite wieder nach oben hoch und danke, dass du dabei warst.